Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie versprochen, zeige ich euch die erste Ausbeute für Ostfriesland, für Melina und Emilia. Und ja, wir fangen am besten direkt mal an. Also bei mir ist es so sozusagen Brauch, dass meine Mäuse, wenn sie wieder nach Hause kommen, etwas Neues angezogen bekommen, ein neues Outfit angezogen bekommen. Und dabei ist es mir jetzt nicht wichtig, dass das Outfit an sich, also die Kleidung, die sie dann anziehen, neu ist, sondern es ist mir halt wichtig, dass die beiden oder dass die Babys halt generell etwas haben oder etwas angezogen bekommen, was sie noch nie anhatten und was halt so ein bisschen auch ihre Persönlichkeit widerspiegelt, so ein bisschen halt auch ja, das Heimatgefühl wieder sozusagen bringen irgendwie. Und deswegen habe ich für Melina und Emilia auch schon ein paar Sachen gekauft. Ich hatte vor längerem schon ein Bekleidungspaket bei eBay erworben. Das liegt jetzt schon länger rum. Und das wollte ich euch jetzt natürlich auch mal zeigen. Und da ihr ja wisst, durch Instagram und Facebook, dass ich angefangen habe, Melinas und Emilias Sachen zu waschen, muss ich jetzt dieses Video drehen, damit ich auch die Sachen jetzt in die Waschmaschine packe. Ich habe zwar jetzt für Melina und Emilia jeweils ein Outfit zusammengestellt, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich dieses Outfit wirklich dann an dem Tag, wo wir nach Hause fahren, den beiden anziehe oder ob jetzt vielleicht doch noch was kommt. Ich habe auch noch andere Sachen, die die zwei noch nicht anhatten oder noch nie anhatten, was wir in den letzten Wochen geschenkt bekommen haben. Und auch da werde ich dann einiges zusammenpacken und dann werde ich wahrscheinlich spontan entscheiden mit den beiden, was die dann halt am Tag der Rückfahrt nach Hause anziehen wollen. Ja, jetzt aber wird nicht mehr weiter gequatscht, sondern einfach gezeigt. Als erstes habe ich für die beiden jeweils Haarbürsten gekauft, denn die beiden bekommen ja neue Perücken. Das sind Echthaarperücken und ja, die beiden haben sich schon länger mal gewünscht, getrennte Haarbürsten zu haben. Und ich dachte mir, die sehen ganz süß aus. Einmal hier mit so rosa Sternen drauf in weiß. Und hier ist dann so ein großer grauer Stern mit Spangen, Haarspangen. Ich hoffe, man sieht das. Das habe ich mir gedacht, vielleicht für Melina. Ich muss aber mal schauen, weil Emilia steht so gerne auf Türkisrosa und Katzen. Und deswegen hatte ich hier bei dem Set bei an Emilia gedacht. Aber ja, wie das so immer ist, man muss halt immer schauen, wie sich der Geschmack geändert hat und ob die beiden dann doch tauschen oder ähnliches. Auf jeden Fall, die beiden Sets habe ich gekauft. Bei Action war das für jeweils 99 Cent. Und dafür finde ich, ist das ein fairer Preis. Mit den Bürsten muss ich noch gucken, ob ich die überhaupt nutzen kann oder ob die zu fest oder zu hart für die Haare sind, weil ich muss die Haare ja auch gucken, dass ich die ein bisschen gepflegt bekomme. Aber das werden wir dann alles sehen, wenn wir dann in Ostfriesland sind. Ja, als nächstes, weil meine süßen Mäuse auch auf Frozen stehen, habe ich diese süßen Sets mitgenommen. Die habe ich gleich zweimal mitgenommen. Da sind einmal so Spangen, Haarspangen drin, in Türkis mit Frozen, also mit Elsa drauf und halt Haarbändchen, Haargummis mit einem Herz und drauf und dann Anna und Elsa drauf. Die haben mich halt auch 99 Cent gekostet und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich direkt zwei Stück mit, dann gibt es keinen Streit zwischen den beiden. Also das ist das, was ich jetzt bei Action gekauft habe. Und die beiden, die Sachen habe ich jetzt bei Action gekauft. Jeweils 99 Cent, also 3,98 Euro für alles. Also das kann man eigentlich lassen. Und ja, jetzt geht es weiter mit den Sachen, die ich jetzt schon länger hier liegen habe. Und zwar ist das zum einen diese Hose.
Ich hoffe, man sieht die. Das ist so braun-rosa gestreift, rosa-pink gestreift. Ich weiß nicht so ganz, ob das jetzt Emilias Geschmack ist. Da muss ich schauen, ob das jetzt so ihr Geschmack ist. Das ist von Topolino und Größe 92, also für Emilia. Da muss ich jetzt mal schauen, wie die Maus das so findet. Aber ich weiß, dass sie das hier ganz toll finden wird. Das ist ein Pulli mit Minimaus drauf. Und meine zwei sind ja im Moment so Fan von Minimaus. Und der Pulli ist auch Größe 92 und dementsprechend für Emilia. Und da habe ich schon überlegt, den Pulli zusammen mit der Jeanshose hier zu kombinieren. Und schon hat sie ein schönes Outfit für den Heimweg. Ich hoffe, man sieht das alles ganz gut. Also, die wollte ich dann so kombinieren. Muss ich aber noch schauen, weil hier sind halt auch so Muster drauf. So eine Katze und so drauf. Da weiß ich jetzt nicht, ob das so passt. Mit der Kombination würde ich allerdings auch jetzt erstmal spontan entscheiden. Aber das wäre jetzt so das Outfit von Emilia für den Tag der Abreise. Und die Jeanshose ist von Cry Cry Kids Wear, auch 92. Also passt sie Emilia. Für Melina wäre die viel zu groß. Von daher, ja, jetzt. In dem Set war noch so eine süße Mütze drin. Ja, die war von Petit. Wem die jetzt genau passt, weiß ich noch nicht. Aber da die zwei sich ja eh die Mützen immer teilen, ist das eigentlich egal. Ja, jetzt kommen wir zu einem süßen Jogginganzug. Da weiß ich auch noch nicht, wem der passt. In so ein Pink. Mit einer Jacke drauf. Da weiß ich nicht, wem der passt. Ob der jetzt Melina passt oder eher Emilia, weil hier steht nur drauf, dass das für Zweijährige ist. Und dementsprechend halt Größe 86, 92 kann das sein. Das weiß man natürlich nicht. Deswegen muss ich mal gucken. Hier auf dem Po, auf den Hintern, hier auf dem Po steht Birk. Keine Ahnung. Hier auf dem Po ist so eine süße Schrift drauf. Und ja, hier ist dann auch noch so ein süßes Emblem drauf. Ja, den finde ich ganz süß, gerade auch für zu Hause oder so. Und hier die Jacke ist hier hinten so mit so einem süßen großen Bären drauf. Das finde ich ganz süß. Ja, und hier vorne halt wieder das gleiche Emblem wie bei der Hose. Genau. Ja, und jetzt kommen wir zum absoluten Favoriten, was ich ganz toll finde. Als erstes zeige ich euch die Hose dazu und nachher, jetzt gleich zeige ich euch das absolute Favoriten. Ich hoffe, dass die so passt. Ich hoffe es so sehr, weil die sieht so süß aus. Aber jetzt als erstes kommen wir zu der Hose für Melina. Und zwar ist das in Khaki eine Minimaushose von Disney. Hier hinten auf dem Popo steht auch Minimaus drauf. Von H&M ist die sogar. Und sie ist halt in Größe 86 und deswegen passt sie halt Melina ganz gut. Hier überall verteilt sind diese Schmetterlinge. Hier ist dann die Minimaus drauf. Und ich finde die halt so süß, die Hose. Und mit einem rosafarben oder pinken Oberteil sieht die bestimmt toll aus. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Als ich die gesehen habe, ich fand die so toll. Das Problem ist nur, dass das Größe 80 ist. Und ich weiß nicht 100%, ob das Melina passt. Aber ich hoffe es so sehr, weil die fällt auch ein bisschen größer aus. Und zwar diese Jacke. Die sieht doch süß aus, oder? Ich finde die so toll, die Jacke. Vor allen Dingen in der Taille so ein bisschen zusammengerafft. Das finde ich auch total schön. Und dann von hier hinten, da sind halt so Blumen drauf. Und
Die finde ich so toll. Das ist wirklich sozusagen mein Favorit geworden. Die ist von Topolino in Größe 80 und ich hoffe so, 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 so sehr, dass die wirklich passt, weil ich finde die so toll, die Jacke. Gefällt mir unheimlich gut. Auch hier an den Seiten sind dann hier die da Blumen drauf und das wollte ich jetzt zusammen, eventuell zusammen mit der Hose, mit der Minimaushose so kombinieren. Wenn wir nach Hause fahren. Aber wie gesagt, auch da werde ich dann spontan entscheiden. Aber das ist jetzt das Set, was ich ja in dem Sinne noch gekauft hatte für die Mäuse. Und ja. Aber die Jacke, oh, ich liebe die Jacke. Die ist so süß, die Jacke. Ja, ihr Lieben, das war's eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Meine erste Ausbeute für Ostfriesland. Ich weiß nicht, ob noch mehr kommt oder ob ich jetzt einfach mit den Sachen jetzt erstmal arbeite. Das kann ich jetzt in dem Sinne noch nicht sagen. Aber ihr werdet natürlich auf dem Laufenden gehalten. In Ostfriesland selbst werde ich natürlich für euch vloggen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass die Vlogs erst nach unserem Urlaub hochgeladen werden können. Ich kann sie leider nicht während des Urlaubs bearbeiten und hochladen. Wir haben zwar eine Ferienwohnung für WLAN, das heißt, ich bin mit euch halt auch in Kontakt über Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns auch in dem Sinne live begleiten. Und aber ich kann halt die Videos selber an sich nicht bearbeiten und sie dann in dem Sinne hochladen. Und deswegen kommen die Vlogs dann halt erst, wenn wir wieder zurück sind, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber ich werde natürlich Videos vordrehen, die ihr dann zu sehen bekommt, wenn wir weg sind. Das war's eigentlich für heute. Ich zeige euch noch meine süßen Mäuse. Moment. Meine Mäuse haben heute alle Strampler an. Noah und Elia sind heute wieder im Winnie-Pooh-Design. Und ja, Thalia Maus hat einen süßen Hey. Kleine Motte hat einen süßen weiß-rosa-gelben orangen Strampler an mit Nilpferd drauf. Das ist auch ganz süß. Den habe ich mal neu gekauft bei Kick. Der ist total süß. Ja, hier liegt Elia. Die zwei sind ja immer noch sehr verliebt. Auch mit seinem Winnie-Pooh-Strampler. Hier ist Sophia, hat auch einen Strampler an in rosa mit so Blumen drauf. Und hier sind dann noch so Täschchen drauf. Und hier ist Henrietta mit ihrem geliebten Schnuffeltuch. Und sie hat einfach nur den Einteiler an und Socken drüber, weil ich habe für sie keinen Strampler in der Größe. Und deswegen, ja, das ist der Blick wieder ins Babybett, was ihr so toll findet. Ich sag jetzt mal Tschüss für heute. Wir verabschieden uns. Wir wünschen euch allen ein schönes Wochenende und ja, sagen bis demnächst. Tschüss!